willkommen zurück zu einer neuen hammerstarken Folge Warhammer 40k Space Marine 2. Freut mich, dass du da draußen wieder reinhämmerst und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Bewerten, kommentieren. Ihr wisst ja, euer Support super mega wichtig. Energieschwert, ja, nein. Ja, nein, denn der Hammer ist schon ziemlich geil. Jetzt Hammer Time bockt irgendwie am meisten, deswegen würde ich mal behaupten, wir bleiben beim Hammer. Hallo. Imura! Ihr trefft nur Luft, meine Väter! Bald treffen wir dich in Fleisch und Blut. Und nehmen dir dein Leben. Behaltet es als Abschiedsgeschenk. Okay, also ist er bereit zu sterben, ne? Das war ungefähr die Aussage jetzt. Ich bin bereit zu sterben, ihr könnt es behalten, mein schmutziges Chaos-Leben, wenn man das Leben nennen kann. Ich entweihe diesen Boden nur ungern. Ich dachte, ich hätte noch Blut. Packs hinten drauf. Keine Sorge, Bruder. Diese Seelen haben schon lange den goldenen Thron erreicht. Bam! Wow, 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 wow. Wow. Alter, die geben Gas. Richtiger Bad Boy hier. Du wirst keinen Sieg finden, Dämon. Guck mal, hier drüben ist noch ein ganzer Bereich. Lade nach. Eine Grabstadt. Kann die eigentlich gar nicht finishen, die Kleinen? Aufgefüllt. Oh. Irgendjemand will mich hier die ganze Zeit anvisieren. Kriegt es aber nicht hin. So, zur Hölle mit dir. Ist besiegt. Erhol dich erst gar nicht. Du wirst ausgelöscht. Ach, da war noch ein Kleiner, der seinen Kopf verloren hat. So, ich wollte noch hier drüben hin. Kein Audiolog. Nö. Zumindest sehe ich keinen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass hier einer ist. Oh, wait a minute. Es geht noch weiter nach unten. Hier leuchtet irgendwas. Es könnte einer sein. Ha. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.6.C21P. Entschlüsselungsverfahren von Datenmetaset unbekannter Herkunft ist zu 0,1 Millionstel % abgeschlossen. Mir bleibt einfach nicht genug Zeit, um so viele Geobytes zu analysieren. Die Gruft wird angegriffen und wir haben unsere Erkundung gerade erst begonnen. Möge der Omnissiah mich zu etwas von wesentlichem Wert führen. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.6.C73J. Es ist besser, etwas zu tun, als in Ehrfurcht vor der enormen Tragweite dieses Funds zu erstarren. Ich wünschte, ich könnte den Ort sehen, an dem dieser Datensatz gefunden wurde. Etwas umweltbedingter Kontext hätte mir enorm weitergeholfen. Habe eine Anomalie im unbekannten Datenmetaset festgestellt. Nahezu der gesamte Code ist mir unbekannt. Mit Ausnahme einer einfachen Unterroutine einer sehr alten Lingua Technica, die schon lange veraltet ist. Ich werde mich darauf konzentrieren. Immerhin sagt sie mir etwas. Magos Ekaterina Malvolos analoges Backup-Log 8.6.C42V. Datenknoten der veralteten Lingua Technica erwachte beim Start zum Leben. Ich bete, dass die Maschinengeister, die hier innewohnen, vom Omnissiah erschaffen wurden. Ich verspüre immer noch den Drang, den uralten Code auszuführen. Beim Maschinengott. Der Code übermittelt nur ein einziges Wort. Ist es eine Aufforderung? Ein Befehl? Was verbirgt sich hinter diesem einzelnen blinkenden Wort? Diese Frage raubt mir den Schlaf. Was hat es zu bedeuten? Das
Passwort lautet... Erwache. Wo steckt ihr den Hammer hin? Ich meine, die Pistole macht er hier an die Seite, aber wo verschwindet der Hammer und die dicke Wumme? Wo steckt ihr die hin? Ein Rätsel, das ihr in den Kommentaren bestimmt lösen könnt. So, Audiolog gelesen. Viel mehr angehört. Gelesen, ja klar. Ich habe mir den auch durchgelesen. Naja, lesen bedeutet ja nicht nur lesen, sondern auch ausgelesen. So, damit habe ich es vielleicht möglicherweise... Nein, ergibt auch keinen Sinn. Okay, gut. Ich dumm, ihr schlau. Einigen wir uns darauf. Stampf, 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 stampf. Na, die Jungs machen auch schon mit, ne? Gräberschänden macht Spaß. Zerstören. Könnte das Gerät funktionieren? Und sie schwächen? Vielleicht wollen sie nur die Energiequelle. Und warum dann Nosik töten? Ich weiß es nicht und will nicht spekulieren. Aber wir sind hier, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Wird ja gar nicht bewacht hier, der Knoten. Weiter. Du sehnst dich nach dem Warp, nicht wahr? Zeig dich, Verräter! Was ist los, Bruder? Das Artefakt ruft dich, Titus. Ich werde es zerstören. Mit wem sprecht ihr? Hört ihr ihn nicht? Nein. Billige Tricks. Taschenspielerei hier. Imura. Tod dem falschen Imperator! Tod seinen Marionetten! Na, das sieht man, die haben einfach eine andere Perspektive auf die Situation. Wow. 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 Muss da näher ran. Unangenehm. Na, ich kill den. Krieg ich nicht mehr. Noch ein Terminator tot. Schockgranate scharf. Das wollte ich gar nicht. Das Problem ist irgendwie, ich will aber auf B rollen. Instinktiv habe ich irgendwie B verinnerlicht. Das ist kein gutes Zeichen. Weiter zum Lager. Guckt euch das hier an. Ist einfach aus Haut gemacht worden. Das Fell über die Ohren ziehen. Ah, jetzt verstehe ich das auch. Müssen halt auch immer ihre Leichen schänden. Was aber nicht Korns Stil ist. Der macht eher schnell und gnadenlos. Möge der Thron sie vernichten. Denn die sind ja alle in Konkurrenz, die Chaosgötter. Und er ist ja der, der für Blut und Zerfetzen steht, während der andere ja für Qualen steht. Der steht ja nicht für Qualen. Korn, ich kenne sie nicht mehr alle. Eine steht für Pestilenz und Seuchen. Ihr kennt sie und ihr habt Google. Lade Waffe nach. Das ist nicht der Standort einer Mechanicus-Makrowaffe. Eine Ausgrabungsstätte. Ja, unser Weg führt in die Tiefe. Ab in die Tiefe, Jungs. Au. Das hat aber keinen Schaden gemacht. Aber nur ein bisschen die Augenbrauen weggeflamed. Lade nach. Trampel, trampel, trampel. Das Artefakt ruft uns. Chiron und Resilient. Betreten Mechanicus Ausgrabungsstätte. Bitten um Karten des Gebiets. Kein Zugriff auf Anordnung des Adeptus Mechanicus. Hier spricht Leutnant Titus. Anfrage autorisiert. Abgelehnt. Aurora-Siegel benötigt. Identifizieren Sie sich. Wie beschissen. Daneben mit Gewalt, Jungs. Mehr Heretiker.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh, wow, der geht durch. Aber der hier ist ein Nockedudel. Euer Verrat ist beendet. Oh, da wird er zersägt. Wechselmagazin. Schön catchen. Oh, wie direkt meine Rüstung down ist. Wir knüppelten da so rein. Gesichert. Wow, hey. Voll auf die alte Butterbirne, aber ich bin fast tot. Feindlicher Terminator erledigt. Da ist aber noch einer, ne? Ran. Dankeschön. Der Chef braucht es. Muss nach. Schnapp ihn dir. Die sehen schon sehr böse geil aus, ne? Nachladen! Haben wir ihn? Oh, die Kamera ist sehr ungünstig. Schade. Leide im Jenseits, Hexer. Leide im Jenseits. Das war nicht der letzte Feind. Sicher nur die Nachhut. Bleibt wachsam. Boah, den haben wir gebutschert. Ein Machtfragment der dunklen Götter, sagte Nemeroth, der Verräter. Glaubt ihr das? Ihr glaubte es. Ich dachte, es sei zerstört worden. Anscheinend nicht gut genug. Dieser verfluchte Erzmagos. Wenn es von Verderbnis befallen ist, müssen wir es für immer zerstören. So ist es. Was ist das da hinten? Was ist da noch? Ist das grün? Ach, das ist ein Monitor. Nachschub. So. Wechselmagazin. Voll betankt mit tollen Sachen, die das Leben blutig machen. Hinein ins Metzelfeeling. Oh, nice. Lade nach. Die Luftschleuse führt in die Minen. Gehen wir rein. Quarantänezone. Dekontaminierung erforderlich. Führe biologische Reinigung in der Kammer durch. Das brennt. Achso, ich muss wieder drücken. Ich stehe da und dachte, der macht jetzt was. Muss man hier immer wieder den Knopf selbst drücken? Der Index liegt bei 1,2%. Beginn der Sterilisierung. Kaum Anzeichen von Leben auf diesem Planeten. Das ist eine Gruftwelt, Bruder. Sie gehört den Toten. Ja, die Gruftwelt. Ein ausgebluteter Planet. Vorhin lädst super schnell, jetzt braucht es ein bisschen länger. Weil du keinen Text lesen musst. Laden der Spiellogik. Ihr wisst Bescheid. Mikrobieller Index wurde auf 0,01% reduziert. Sie dürfen weitergehen. Sicherheit. Interessante Wortwahl. Schade, dass die Kammer keine Verderbnis entfernen kann. Dafür sind wir zuständig.
Smelter. Schon lange nicht mehr gespielt, aber... Ja, man hat hier viel auf Distanz, ne? Gegen die Tyranniden ist der Melter geil, weil die halt auf dich drauf schneller gehen. Aber bei alte Chaos... Ruinen. Vielleicht zur Tarnung ihrer Forschung. Wohl eher das Forschungsobjekt. Die eingravierten Figuren sind ungewöhnlich. Alte Symbole von Mächten der Verderbnis. Von Narren eingraviert. Lange bevor der große Kreuzzug die Welt erleuchtete. Sie stammen nicht von den Anhängern des Warp. Woher wisst ihr das? Das wirst du bald selbst sehen. Sieht so ein bisschen nach Ägypten aus, ne? Der große Pharao mit seinem Sonnenstab, aber hier oben sehen wir auch die Schiffe und alles. Dun, 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 dun. Nur tot. Der Erzfeind ist tief in diese Höhlen eingedrungen. Vielleicht sogar bis zum Aurora-Gerät. Die beten aber auch irgendwas an. Lade Waffe nach! Melterbombe scharf! Die Melterbombe ist einfach irgendwie nicht geil, ne? Im Multiplayer habe ich hier noch nicht gespielt, also kann ich sie da nicht bewerten, ob sie da vielleicht irgendwie sinnvoller ist, dass du da irgendwelche Traps machst. Weil die Granate ist im Multiplayer richtig, richtig strong. So ein bisschen wie die Granaten damals in Gears, die waren ja auch heftig. In Gears 1 zumindest. Anderen Gears... weiß ich's nicht. Ich habe nur Gears 1 wie blöd gesuchtet. Der Multiplayer ist so ein bisschen Gears-mäßig. Also man fühlt so einen leichten Gears-Vibe, aber es ist dennoch ganz anders. Hier wirst es ist halt kein du Deckungsshooter. Finden, Dämon. Aber es hat so ein bisschen... Na, das Movement auch nicht wirklich. Ne, weil sich das einfach geerdeter anfühlt, das Movement von Gears. Immer wenn man den Sprint geht, fühlt man sich so ein bisschen, als würde einem die Masse nach unten ziehen. Warum interessieren sich die Mars-Adepten für altes Gestein? Wir wissen nicht, welche Geheimnisse es birgt. Mir egal. Hauptsache, es trägt uns. Also der Multiplayer ist schon anders. Aber trotzdem ist da so eine Gears-Ähnlichkeit dahinter. Nachschub. Der Feind hat ja alles verseucht. Setze Sprenggranate ein. Bam. Ihr Champion ist besiegt. Ihre Champions. Wechsel Magazin. Sind besiegt. Deswegen muss ich erstmal ihren verdammten Abschaum her. Schöner Kick. Boah, die Kleinen machen echt böse. Durchbrecht seine Rüstung. Damagio. Ich zeige euch, was Furcht ist. Lade nach. Wo ist der Space Hulk, wenn man ihn mal braucht? Alter, was mit dem denn? Der hört ja gar nicht mehr auf. Boah, Alter, war das knapp. Habe einen Terminator getötet. Muss nachladen. Hui, hui, hui. Du wurdest verraten, Bruder. Dein geliebter Kaiger ließ dich im Stich. Du weißt nichts über Bruderschaft. Leutnant? Mehr billige Tricks. Leutnant, spinnen Sie wieder rum. Mehr billige Tricks. Leutnant, Sie reden wieder mit sich selbst. Sie sind wieder leicht verwirrt, Leutnant.
Ne, hier kommt man nicht hoch. Eine Krankheit, die den Geist befällt. Bam. Sehen schon geil aus, die Dämonen. Die hätten so einen Kodex oder sowas reinmachen müssen, wo man sowas alles Munition so ein bisschen gesichert nachschlagen kann, wo man nochmal die im Detail sieht. Wisst ihr, wie ich meine? Dann nochmal ein paar Infos, weil du kriegst eigentlich nicht wirklich Infos. Wenn du jetzt nicht dich mit Warhammer auskennst, erfährst du auch nichts über Warhammer groß. Also man kann jetzt nicht sagen, oh ja, jetzt nach dem Spiel bin ich total Warhammer bewandert. Zurück in den Warp mit dir. Aufgefüllt. Einen Moment, Brüder. Einen Moment, ich muss meine Pillen nehmen. I'm old, brothers. I'm old. Aber hier, oh nein! Hier wirst du keinen Alter, den Sieg haben wir wirklich finden, wieder geknüppelt? Selbst Ceramid kann sie nicht vor meiner Rage bewahren. Ja, nice. Magazin. Oh, wow! Der Trickster! Ah. Magazinwechsel! Oh, was ist das denn hier? Ah. Nichts. Brauchen wir nicht. Da drüben komme ich wahrscheinlich erst hin. Was haben wir hier Schönes? Anstifter. Damit ah, komm. Erledige ich sie. Er hat ein kleineres Scope und Dreier Burst. Spielen wir mal. Glaube ich, den hatten wir noch gar nicht, ne? Den Anstifter. So, aber hier machen wir einen kleinen Break und sehen uns dann wieder. Ach, hier sind wirklich immer Granaten drin. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen, fürs Bewerten, fürs Einschalten, für die Liebe. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.